Sie kennen ihn, er hat die gute Laune gepachtet, eine Frohnatur. Ich habe ihn selten, zumindest in den nächsten oder in den letzten Wochen und Monaten, schlecht gelaunt gesehen. Jan Edamyan, ganz klar, er hat auch einen Grund. In der ersten Hälfte der Saison war die slowenische Mannschaft, ja, wer war das? Das war Jan Edamyan, nicht mehr. Ja, am ersten war nur ich, aber jetzt geht alles gut und es ist viel, viel besser für alle. Ja, das glaube ich gerne, aber das ist so schwer zu erklären. Erst gab es nur Probleme, Diskussionen, auch um Trainer und jetzt auf einmal ist Slowenien wieder eine Mannschaft, vor allen Dingen bei den Weltmeisterschaften. Ja, vor die Olympischen Spielen sind das perfekt. Ja, ja. Jetzt musst du nur sagen, das haben wir alles so geplant. Das weiß ich nicht, aber nein, mein Plan nicht. War, springen immer gut und bis jetzt geht alles, wie ich wünsche. Wie gesagt, es war sehr schön bis zum Kulm, aber da war irgendwas. Am Kulm war irgendetwas. Ja, am Kulm war, ich hatte Probleme mit meiner Kombination. Ich hatte das nie erlebt, dass ein Anzug, ja, im Engelberg, ja, diese Luft, wie sagt man das, Luftdruck oder? Was heißt das? Luftdurchlässigkeit. Ja, Luftdurchlässigkeit. Luftdurchlässigkeit in Engelberg, ja, war okay, war, ja, 40. Gleicher Anzug. Gleicher Anzug. Und dann habe ich gar nichts gemacht, nur springen, die Vierschanzen und alles. Und dann war 37,5. Und ich weiß nicht, wie geht das? Weiß ich nicht. Kann man nicht sagen. Nein. Okay. Das ist schade. Aber okay. Aber dann hast du bei der Skiflug-WM, du warst einmal Dritter, glaube ich, und einmal Erster in deinen Sprüngen, in deinem Durchgang. Mhm. Also wieder ein ganz wichtiger Faktor für die slowenische Mannschaft hier. Janne, jetzt springst du ja nicht erst seit 2 oder 3 Jahren. Du hast mal so und mal so und mal so und jetzt bist du so stabil. Wie kommt das? Wie kommt das? Hast du einen anderen Kopf? Ja, vielleicht. Nein, voriges Jahr habe ich alles total anders gemacht wie früher und mein Kopf ist leicht. Ich springe für... Wir haben ja schon mal gesprochen. Ja, bist du ein Individualist? Ich bin ein Individualist. Ja. Immer. Springen ist ein individueller Sport. Aber du bist auch ein bisschen verrückt, ja? Nein? Ja, nur meinem Tochter. Das bin ich verrückt. Ja, das kann ich verstehen. Jetzt werde ich stark für 20 Tage oder 21 Tage. Das wird nicht einfach. Ne? Wie alt ist die Tochter? 3,5. 3,5, ja. Aber? Ist sie schon stolz auf den Papa? Yep. Ja. Mhm. Weiß sie schon, was du machst? Ja. Sie weiß alles. Ja. Aber sie springt nicht auf der Couch mit? Ein bisschen, aber nicht so viel. Nein. Ja. Womit? Wir reden ja nicht unbedingt über Willingen, wir reden ja schon über Olympia. Natürlich, ja. Womit wärst du zufrieden? Pah. Jetzt weiß ich nicht. Es ist immer so, wenn du an eine neue Chance kommst, erste, zweite Sprung, siehst du, wo du bist. Du bist noch nicht gesprungen in Ja, ich bin, aber jedes Jahr ist total verschieden. Total etwas anderes. Ja, ja. Und dann weiß ich, so geht das. Ja, so geht das. Okay, aber wenn ihr jetzt Vize-Weltmeister im Skifliegen auf der ganz großen Schanze seid, werden die Slowenen sicherlich auch auf der Großschanze in Pyeongchang etwas ausrechnen. Ich denke nicht auf das. Nein? Ich will nur Skispringen und Lust zu haben und das ist für mich das Wichtigste. Alles andere ist, es kommt, wann es kommt. Das soll ich dir glauben? Mhm. Ja, wirklich? Ja. Wenn du viel Spaß hast, dann alles kommt. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, habe sehr viel Spaß. Deine ganze slowenische Mannschaft habt sehr viel Spaß. Und da bin ich mal gespannt, was aus dem Spaß rauskommt. Ja, so wollte ich. So willst du. So will ich, ja. Janne, toi, toi, toi. Danke. Ja, mach's gut. Danke. Ciao.